So, hallo Leute und willkommen zurück zu Sebikraft Tech. Ja, also ich habe ein bisschen rumgebastelt in der Zeit, habe da unten ein bisschen was verändert, das zeige ich euch jetzt mal schnell und danach würde ich sagen, wenn wir uns mal kurz die Ressourcen besorgen, die wir gerade noch brauchen. Ich brauche ja quasi 4 mindestens, aber im Optimalfall 8 Diamanten. Aber hier liegt immer ein bisschen Zeug rum, ich weiß auch nicht warum. So, ich habe das hier rübergepackt und habe jeweils 2... Oh. So war das, ne? Hier ist nur mit einer leeren Hand, oder was? Ja. Ich habe jeweils 2 Storage Upgrades reingemacht und ihr seht, ne, Essenzen technisch. Ich glaube, Gold ist ziemlich leer. Ja, 1300 gerade. Das geht echt nur mit einer leeren Hand. Aber es wächst und gedeiht hier. Unser Zeug läuft hauptsächlich durch. Wir kriegen massenweise Seeds. Da habe ich auch noch eine Idee für. Und wir müssen jetzt also einmal die Seite hier aufsetzen, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, kümmern wir uns erstmal... Es ist so schnell, dieses Setup ist so schnell, das ist unglaublich. Aber bevor wir das machen, besorgen wir uns jetzt Diamanten und Emeralds in genuger Menge. Aber ich will vorher eigentlich mal die Brote hier schnell noch durchhauen. Tschack. Damit ihr das macht. So, Emeralds haben wir nur 2. Brauchen wir mehr. Für ein Emerald Seed müssten wir... Supreme Infirm... Okay. Für ein Emerald Seed brauchen wir 4, ja. Und für ein Diamond Seed auch. Also die beiden, da kommen wir leider nicht drum rum. Die müssen wir machen. Und wenigstens einmal. Das heißt, wir brauchen Zeug. So, jetzt ist die Frage... ob ich eventuell meinen Hammer vorher noch upgraden wollte, aber ich habe mir das angeguckt. Ich würde eigentlich ganz gerne einen Drill bauen, dafür brauche ich allerdings auch Diamanten. Das heißt, das wird nichts. Wir lassen jetzt einfach die Farm laufen, warten auf unser Brot. Hier unten läuft soweit alles. Energie geht ja halbwegs fit, auch wenn wir mal nicht da sind eine ganze Zeit lang. So, Brot, Toast, perfekt. Okay, machen wir noch einen Double Toast draus und dann geht es unter die Erde. Ein paar Sachen habe ich dabei. Kommst du noch hier rein? Dich brauche ich eigentlich nicht. Tschüss. So, und dann hauen wir nach unten ab, gucken mal, ob wir irgendwo Dias finden und Emeralds. Und dann ist die Sache doch schon mal relativ gut. Ach, ich hätte. Eigentlich wollte ich darauf verzichten, nochmal Farmen zu gehen. Ich dachte so, na, Drill bauen, dann geht's schneller mit dem Farmen und so. Aber da brauchen wir überall Diamanten für. Da komme ich halt leider nicht drum rum. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Diamond Level und suchen weiter. Also wir brauchen effektiv eigentlich 4 jeweils, da müssten wir schon mal ganz gut klarkommen. Das sind 2 Ressourcen, die wir auf jeden Fall noch brauchen. So, ist nur die Frage, in welche Richtung ich hier gerade laufe. Habe ich hier weitergebaut oder hatte ich hier einfach aufgehört? Hier hatte ich wegen den Höhlen aufgehört, ne? Ja. So. Das waren aber keine Dias, ne? Ne, es war Zinn, okay. Ja, dann gehen wir hier einfach mal einmal durch. So spontan. Ich meine, irgendwo müssen wir ja anfangen. So. Oh, und die natürlich noch in die Offhand. Damit wir sie benutzen können. So, wie gesagt, Ziel jetzt erstmal hauptsächlich Dias. Eine Redstone Plant wäre auch noch nicht schlecht. Zinn, Zinn. Zinn, 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 ohne Ende Zinn. Zum Glück haben wir einen halbwegs schnellen Hammer. Noch schneller wäre natürlich noch schöner, aber was soll man machen, ne? Zinn, Gold. Und sag ich, übersehe jetzt nicht irgendwelche, aber das erfahre ich ja spätestens nach dem Video. Ja, dann bauen wir uns die beiden Pflanzen noch und dann schließen wir drüben den zweiten... Dings noch mit an. Oh. Hallöchen. Hier war ich aber noch nie, oder? Ne, sieht nicht so aus, als ich hier schon mal war. Aber interessantes Setup hier. Wieder 1681 verschiedene Höhlen. Und wenn ich jetzt hier weitergemacht hätte, wäre ich eh an Lavasee gekommen. Okay. Ja, da haben wir natürlich viel von gewonnen. Ach.
schweben hier irgendwo Diamanten rum, dass man sich wenigstens was eincashen kann hier oder so. Lapis brauche ich gerade nicht. Eine Lapispflanze wäre aber auch nicht unwichtig. Wie gesagt, ich möchte gerne alle meine Ressourcen, die wir brauchen, über Pflanzen generieren. Wir werden auch noch einen, also im Deep Dark nachher einen Bilder aufbauen und so. Und oh, Hallöchen. Ich hätte hier kein Fortune drauf, oder? Dance, Ecological, aber keine Lacke. Okay, dann können wir die auch so abbauen. So, zwei haben wir. Das heißt, ich habe jetzt drei Diamanten, sehe ich das richtig? Und ich brauche noch einen. Ah! Oben sind noch Pflanzen. Redstone, aber eigentlich relativ uninteressant. Ich finde es voll schade, dass hier müsste doch noch irgendwo sich ein Diamant verstecken. Das ist aber keiner. Ne, das ist Zinn. Kein weiterer Diamant. Schade, schade. Wir könnten ja welche erstellen mit einem Kompressor oder so, aber ne. Ich will echte Diamanten. Okay, so. Dann wuseln wir hier einmal zurück. Oh, vielleicht sollte ich vorher die Höhle abschließen. Tschack, so, dass wir zumindest wissen, dass wir hier waren. Und dann gehen wir in die Richtung einfach mal. Ach, können wir ein bisschen weiter vorne noch gehen? Hier so. Redstone ist doch gut. Ja, Emeralds wäre natürlich auch super. Verdammt, ich hatte so viele Emeralds und ich hätte die einfach aufheben sollen und nicht für irgendwelche Upgrades benutzen. Das ist so ärgerlich. Und ich hätte mir vielleicht auch noch irgendwas mit Fortune machen sollen. Hallo? Einmal bitte schleifen. Danke. Check, so. Wieder Zinn. Boah, ich bin aber schon ganz nervös, wenn ich was Helles sehe, ne? Ah, jetzt kriegen wir ein paar Level raus, mein Gott. Oh Gott. Check, check. Noch eine Schaufel dabei. Nein. Warum habe ich eigentlich zwei gleiche Iron Lumber Axes? Kann mir das mal jemand verraten? Ist da ein Dupe-Bug passiert irgendwann? Irgendwas verdoppelt worden aus Versehen? Haben wir zwei gebaut? Da freue ich mich ja schon auf die Erklärung so ein bisschen. Ach, das geht ja nicht. Na klar. So. Okay, was ist jetzt denn? Blödes Gravelzeug. Tralalalala. Zinn. Und Lava. Schon wieder. So, jetzt gehen wir nur ein Stückchen zurück und gehen dann wieder durch. Mein Gott. Farming. Wie ging das nochmal? Ach, so. Zwei Abstand und wieder durch. Ja, toll. Alter Schwede. Ja, willst du mich jetzt ärgern? Ach Gott, noch mehr.
Wenn sich das wenigstens lohnen würde, dieses ganze Gravel-Gedönsel hier, aber es lohnt sich ja nicht mal. Okay, so. Gucken wir mal hier an den Rand. Na, oh, wenigstens ein bisschen Yellorium. Boah, ich bin so langsam mit der Picke. Also im Verhältnis. So. Und go. Ich warte noch auf den tödlichen Creeper-Angriff, ne? Also ist ja wohl ein bisschen klar, oder? Jo. Nicht Vayne Miner installiert? Na gut, ich habe das Pack geupdatet. Ich weiß nicht, ob das noch alles funktioniert. Ne? Habe ich mir noch nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Ob alle Mods auch wirklich wieder aktiviert waren oder ob ich wieder die Hälfte vergessen habe. Komm jetzt ein Blö... Alter Schwede, das ist ein Witz, oder? Ah, ich will mich nicht durch Dirt buddeln. Und ich will auch eigentlich da nicht. Das heißt, wir gehen jetzt noch ein Stückchen weiter und gehen dann hier wieder durch. Kein Dirt-Kram, bitte. Ich höre schon wieder Lava. Das gefällt mir gar nicht. Und ich sehe auch Zeug. Ach, Gott. Okay. Ist hier irgendwie eine Höhle, die sich lohnt? Nö, nur halb hoch und irgendwie alles blöd. So. Tschack. Okay. Tschack, tschack. So. Fackel. Und weiter. Bitte nicht schon wieder so viel Gravel. Bitte. Einfach nur bitte. Ja, na toll. Hier funktioniert nix, wie es soll. Gut, dass der Fackeltrick überhaupt noch funktioniert. Hi, Creeper! Jetzt for real? Wie? Was ist das hier? Eine natürliche Höhle oder was? Okay. Ist klar, ne? Naja, dann habe ich wenigstens zwei Creeper-Heads. Wow. So. Warum habe ich jetzt. Achso, weil wegen dem Dings, okay. Ja, das kann natürlich sein, dass ich die Creeper-Köpfe dadurch gekriegt habe. So. Trotz. Oh, die haben Diamanten beschützt. Bin ich jetzt doof oder so? Habe ich irgendwas verpasst? Gut. Diamantpflanze, check. Nix ist Emerald, aber Diamanten reicht mir erstmal. Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt 8 hätten. Ja, wir haben 8, perfekt. Hoho. Dann bin ich hier weg. Obwohl das jetzt auch nicht unbedingt sein muss. Ich weiß, ressourcentechnisch brauchen wir eigentlich uns keine Gedanken zu machen. Boah. Aber es muss ja nicht sein. Können wir hier auch mal die Fackel noch abbauen, die wir nicht brauchen. So. Dann hoch und dann bauen wir uns zumindest den Drill heute noch. Also erstmal bauen wir die Pflanze. Das wird schon lustig genug. Hep, hep. Ich sollte vielleicht auch mal hier überall gute Wege schaffen. Naja, das geht ja gar nicht. So, das ist natürlich mitten in der Nacht, ist ja klar. Ne? Muss ja irgendwie sein. Muss sich ja auch so ein bisschen lohnen. Ach so, ich habe den Vayne Miner Key auf eine andere Taste, weil wegen dem Pack Upgrade gab es
sind die Tastenbelegungen nicht mehr so, wie ich sie hatte. Hm. Ich bin natürlich auch schlau. Ja, ich weiß. Das wisst ihr schon. So. Dann kann der Kram draußen erstmal verbrennen. Ihr kommt hier rein. Wow, ein halbes Level für 10 Level. Nicht schlecht. So. Okay. Wir brauchen Diamanten-Seeds. Also erstmal brauchen wir das hier. Hier ein Haufen Zeug, was ich gar nicht brauche. So. Seed. Diamond Seed. Da. Was haben wir davon alles? Nur den Crafting Seed nicht, okay. Den haben wir auch nicht. Den Tier 4 haben wir den. Nee. Crafting Seed. Wir brauchen einen Tier 4. Das ist übrigens Tatsache ein bekannter Bug, ne? Mit dem, was ich euch da gezeigt habe. Oh, das ging schnell. Dann Tier 5. So, Tier 5 Crafting Seed und Dias. Die Frage ist, soll ich noch einen zweiten machen oder sparen wir uns die Essenzen? Ich glaube, wir sparen uns die Essenzen. Und ich eier einfach mit dem Ring da rum, bis es funktioniert, weil dann spare ich mir lieber Essenzen für Dings fürs nächste Mal. Wir haben ja auch noch irgendwo die Standing Stones rumliegen und so. Meine Güte, wir haben noch so viel Zeug. Okay, also der Ring müsste theoretisch in meiner Tasche sein. So, jetzt erstmal gucken, ob hier irgendwas. Hier ist noch irgendwas Böses. Wahrscheinlich in der Höhle oder so, ne? Ist der in die Höhle abgehauen? Ja. Mistvieh. Glaube ich ja jetzt nicht. Ja, wir haben hier so ein Stück Höhle und der haut darin ab, um sich zu verstecken. Glaub's ja nicht. So. Okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir brauchen noch eine Paper Hoe. Aber gut, das ist jetzt erstmal uninteressant. Ich würde sagen, wir pflanzen den einfach mal anstelle von Enderperlen an. Und stellen ihn hier mal kurz um. Du kannst mit den Enderman Seeds mal kurz aufhören. Oh, falsch. Wir müssen die saven, damit der die nicht. Boah, wir kommen gar nicht hinterher. Guck dich das mal an hier. So, Diamond Crop. Wo ist mein Lieblingsring da? Ring of Growth. Na, oh, Moment. Diamond Essence. Na komm, wachs schneller. Eigentlich bin ich total doof, weil theoretisch könnte ich das auch einfach über die Essenzen machen. Ne, wir haben ja mehr als genug davon. Müssen wir nur darauf achten, wenn wir einen zweiten Seed haben. Ich denke mal, das wird bei der Pflanze ein bisschen länger dauern. Ach ja, Leute, wir haben schon spannendere Aufgaben gehabt. Als auf den zweiten Seed bei einer Pflanze zu warten. Oh, das war schlau. Vor allem, ich krieg den Ablauf im Kopf noch nicht so ganz hin. Klick, klick. Ah, jetzt endlich. Jetzt haben wir schon drei. Perfekt. So. Dann kommen die drei hier hin. Obsidian, Gold, Eisen, Diamant. Okay, so. Das
heißt, ihr kommt erstmal weg. Das sind hier Diamanten. Ja. Ja, toll. Ich brauche einen Diamantseed. So, der ist jetzt gesaved. Diamond Essences dürften erstmal in die Kiste gehen. Ja. Kann ich hier eigentlich was reinpacken in den Output? Nee, schade. Das wäre so schön. So, haben wir noch einen Diamond Essence? Nein, wir haben Enderman, Obsidian, Enderman. Uninteressant, alles weg. Chuck, chuck, chuck. 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 So, bei 116 Stacks brauche ich mir eigentlich keine Gedanken zu machen. Ne? Diamond Crop, Gold Crop, Gold Crop. Das sind ja Obsidian schon. Warum sind hier Obsidian und Eisen gemischt? Ich weiß es nicht. Sollst du gar nicht machen. So. Aber wo ist die, wo sind die anderen Diamonds hin? Verdammt. Hm, wir machen das jetzt ganz simpel. Tschüss. So, hier liegt eine Diamond rum. Wir haben aktuell keine Diamond im Inventar. Ich baue jetzt alles ab. Guck, ob da noch irgendwo Diamond mit bei war. Ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht. Oder ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber selbst wenn, ist es auch nicht so wild. Wir können definitiv jetzt den Rest an Diamanten und so verschwenden. Anpflanzen kannst du trotzdem. Oh. Aber du kannst nicht mehr anpflanzen, wenn du keine Seeds mehr hast, mein Freund. Ich werde dir jetzt hier voll in die Parade grätschen. Tja, jetzt hast du nichts mehr, ne? So, Diamond Seeds, perfekt. Gold Seeds, perfekt. Obsidian Seeds und Iron Seeds. So. Dann machen wir dich, dich, dich und dich. So, Diamond dürfte sich jetzt relativ schnell akklimatisieren hier. Und mit den Seeds, wie gesagt, ich habe mit den Seeds was vor. Oh, wir haben Verdant Springs bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. So, Diamond Essence. Was können wir damit machen? Usage. Nur Diamanten. Und dafür brauchen wir jeweils 9. Aber wir haben erstmal. Und der hier wird uns mehr als genug bringen. Und wir sind schon massiv über der Zeit. Aber ich will eigentlich meinen Drill noch bauen. Und dafür brauchen wir Diamantine. Das wollte ich mir eigentlich wenigstens nochmal angucken, wie man das herstellt, was wir dafür brauchen. Beziehungsweise, wie genau das Empower-Rezept dafür ist. So. 3 frisch geerntete Diamanten. Leute. Es wird einfach. So, Drill. Standard Drill bitte. Brauche ich einen Drill Core. Für den Drill Core brauche ich Inori Crystal Blöcke. Okay, Inoris waren Eisen. Okay, Iron. Ich will mal Folgendes versuchen. Ich weiß nicht, ob die Energie dafür ausreicht, aber lustig wäre es schon. Also wir können ja jetzt jederzeit, ne, Eisen und so. Nimm mal die Fackel aus der Hand, das nervt. Die links ist irgendwie immer, darf nicht belegt sein, ne? So, geht das? Jo. 1 Deck Inori Crystal Blöcke. Dann haben wir nämlich den Stress wenigstens nicht mehr. So. Drill. Wenn ich den ersten als Standard mache. So. Drill Core. Okay. Jetzt fehlen uns nur noch die Diamantines. Perfekt.
Und die stelle ich her, indem ich ein... Achso, das sind normale Diamond Teams, sind keine... Achso, ja dann. Ja, dann ist ja alles easy. Ich dachte, das wären empowered. Ja, normale, ist ja schon fast langweilig. Check. So, ein Drill. Perfekt. Müssen wir mal gucken, wie wir den laden. Vielleicht sollten wir uns noch eine Ladeoption auf jeden Fall ausdenken. So, dann gibt es dafür Drill Augments, wenn ich mich recht entsinne. Genau hier. Speed Augments und Mining Augments an sich. Brauchen wir nochmal 4 für. Ist aber an sich gar nicht so schwer. Okay. Und für dich hier brauchen wir da Zucker. Drill Speed 1. Oh mein Gott. Ja, okay. Das ist jetzt nervig. Ich hasse Kuchen. Aber ich hasse Kuchen vor allem wegen... So, man muss die übrigens alle reinhauen. So, nur mal zum Drill, ne? Da kann man jetzt quasi hier so die Augments reinhauen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie schnell er jetzt... okay. Ohne Ladung ist er natürlich super schnell. Aber ich würde sagen... Doch, wir laden hier mal kurz ein Stückchen. Nur mal zu gucken, wie schnell er so ist. Auf jeden Fall schneller als das, was wir bis jetzt haben. Oh, das ist so ein bisschen wie damals mit Industrial Craft, ne? Ich meine, klar, die Drills waren ein bisschen anders, aber hey, das war auch witzig. Und die sind heute gar nicht mehr so... Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Wir sind ja schon wieder bei 27 Minuten hier angekommen. Und dann werden wir wahrscheinlich Emeralds suchen. Und dann... Wir müssen das Feld da anschließen, das ist wichtig. Gut. Also, bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut und viel Spaß.